Eine kleine Laseranlage, die ich einstellen kann. Aber nicht sehr erfolgreich. Dann habe ich hier ein Morsegerät. Oder ein Elektro-Sicherung. Dann ist mal so. Und hier habe ich eine Box mit elektrischen Anschlüssen. Eine sehr merkwürdige Kugel. Aber hier kann ich was aufschrauben. Nächste Frage: Will ich das? Eine Holzkiste. Worauf der hier noch mehr ins Rotieren gerät. Oh Gott. Eine Rätselholzkiste. Mit zwei Einbuchungen. Okay. Was hast du denn hier drin? Nichts, was ich anklicken könnte. Und dahin? Auch nicht schön. Okay. Habe ich hier noch was zum Schrauben? Nicht im sichtbaren Bereich. Wieso habe ich immer das Gefühl, dass die das auch heller macht? Okay, wieder zum Anfang. Hier kann ich doch bestimmt was schrauben. Okay, danke. Ja, nö. Der sieht auch nicht verschraubt aus. Hier oben. Da ist, glaube ich, auch nichts am Schrauben. Was mich zu diesem Kasten führt. Der auch nicht verschraubt aussieht. Aber der hier bringt vielleicht was. Oder auch nicht. Aber hier muss irgendwo bestimmt ein Laserziel hin. Das sehe ich vielleicht gleich noch. Gibt es hier jetzt was zu schrauben? Hier war ich am Anfang zum Schrauben. Leider das Buch auch nicht lesen. Wobei das wahrscheinlich sehr faszinierend wäre. Achso, hier kann ich auch nochmal. Verspiegelt reinschauen. Da. Okay, der lasert da rein und schießt das auf die Kiste hier. Oder die hier, je nachdem, wenn er lasert. Ich habe hier keine Ahnung, was das soll. Und der Schraubenzieher hilft mir auch nicht so wirklich weiter. Gerade. Es sei denn, ich finde jetzt an der Kiste eine Schraube. Zum Ziehen. Sieht aber nicht so aus. Fragen wir doch so Fragezeichen. Die Kiste, die ich aufgenommen habe, lässt sich vielleicht öffnen. Hm, vielleicht, ja. Aber wie? Weiter zurück kann ich nicht. Ich habe hier auch nichts irgendwie gelesen, was irgendwie halbwegs mir einen Tipp geben könnte, wegen SS und S nicht. Und
Jetzt hat er es auch genutzt, sich zu drehen. Weil sein Buch nie, seine Holzkiste nicht mehr hat. Hier könnte ich vielleicht noch Formeln sehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie mir das beim Öffnen hilft. Und diese Linse hilft mir jetzt gerade auch nicht so wirklich, denn ich sehe hier, glaube ich, nichts, was irgendwie verlinst sein könnte. Es sei denn natürlich, ich habe irgendwo ein Buch übersehen, was ich so nur über den hier lesen kann. Nach unten zeigt er. Geh mal auf. Okay. Nach unten. Was ist hier? Hier ist nichts unten. Sternförmiger Aussparraum. Okay, wieso zeigst du nach unten? Hier unten ist doch nichts, was ich sehen könnte. Aber wenn der schon so nach unten zeigt, könnte es sein, dass es ja nur sichtbar ist für dieses, die Linse. Oder ich lasse mir einfach nochmal einen zweiten Tipp geben. Diese Symbole auf der Vorderseite der Holzkiste, vielleicht finde ich die irgendwo im Raum. Ja, gucke ich doch schon. Ups, pausiert. Das wollte ich nicht. Da gucke ich doch schon die ganze Zeit. Hast du die vielleicht irgendwie drauf? Welche Symbole waren das? SS ist durchgestrichen und IT. Hier finde ich einen Blitz. Hier vielleicht? Ja, hier finde ich sie. Ja, muss ich die da draufstellen. Ist durchgestrichen ist die 7. SS ist die. Wo ist denn jetzt SS da? 1. Das ist 1. Dreieck. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dreieck. Also SS ist 1, 3 SVT, nur 3 zuletzt und 7. SS ist 1. Ist durchgestrichen, ist 7. Und du bist die 3. Eine Batterie. Danke. Setz sie doch gleich mal hier ein. Warum? Weil es näher dran ist. Jetzt kann ich hier drehen. Vollgas. Eine Batterie gefunden. Die setze ich doch mal hier ein, wo die andere Batterie fehlte. So.
Gut. Laser ist nicht scharf, sondern jetzt scharf. Okay. Wo zieht der Laser jetzt hin? Auf die Tür nicht, sondern da rein. Sternförmiger Griff. Ein sternförmiger Griff für ein sternförmiges. Hier passt was hinein. Das ist auch nicht sternförmig. Okay, wo war das sternförmige Ding? Hier nicht. Ja, oder? Ja, der sternförmig. Und 2. Eine Rolle mit Bildern. Da. Multiscope in Motion Pictures. Experiment. Persönliche Recording. Eine Rolle mit Bildern. Okay. Hier ist noch ein Briefumschlag. Geschätzter Professor de Montfaucon, in Ihre altruistischen Motive bezweifle ich zwar nicht, doch dem Zustand Ihrer Schwester ist der fortgesetzte Aufenthalt in Ihrem Anwesen nicht zuträglich. Ich hoffe Sie, ich bitte Sie, Madame Lucy's schleunigstmögliche Rückbringung ins Senatorium zu veranlassen. Mitgegeben? Angegebenen Grüße, mit ergebenen Grüße, Dr. Beckett. Könntest du noch mal auf einstellen? Ich glaube, ich habe da was vergessen. Danke. Ah. Und schon geht die Sache auf. Was geht das? Experiment 501 EH, Ansatz oben rechts, Abtrennung Schultergelenk. Vollständige Aufhaltung Subjektnarkose, Nekrose bei Prämortem Einflüssung von Serum Nummer 5, gefolgt von Postmortem Einflüssung von Serum Nummer 4, perfekter Muskelreflex bei Elektrosimulation 77,3 mA. Ja. Lecker. Und. Großer Griff. Warum sieht das hier aus wie ein Rätsel? Ein Käfer fehlt. Wenn die Aufschrift stimmt, müssen sie es ein Hirschkäfer sein. Ja, Hirschkäfer mag ich ja. Es fehlen offenbar Exemplare. Ja. Okay, ich habe jetzt einen großen Griff. Damit hätte ich alles im Griff. So, du laserst, du noch nicht. Kann ich die Batterie jetzt hier wieder rausnehmen? Nö, die ist fest. Es sei denn natürlich, ich den kriege ich aber auch nicht wieder raus, oder? Nö. Okay, ein großer Griff. Hier passt offenbar etwas hinein. Wahrscheinlich ein großer Griff. Ja. Ja, der Hirschkiffer. Schön. Aber... ich habe jetzt das hier hochgezogen. Warum? Achso, jetzt kann ich den bewegen in diesen Strahl. Zack.
Und schon geht der Strahl da oben raus. Und ich kann anscheinend unbeschadet dadurch. Ich habe gerade gedacht, da stand einer. Okay. Einfach mal gucken, wo du hinkommst. Dahin. Die Käfer wird heiß. Und dadurch öffnet sich diese Tür hier. Und ich kriege die zweite Batterie. Eine Batterie. Und ein Hirschkäfer. Ein Nashornkäfer. Experiment 13L. Cardiac Viscus. Dauerhafte Aufhaltung Nekrose. Manuelle Durchführung 77¾ mA. Lebensabbild nur wiederhergestellt bei Null Nähe. Kein Weg vorwärts, kein Weg zurück. Liebe Lucy, bitte verzeih mir, ich kam zu spät. Ich kann das Buch immer noch nicht lesen. Stimmt, wir hatten ja das... hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Da fehlt einer, da fehlt einer. Okay. Batterie. Nee, das war ja die Holzkiste, also hier ist noch eine Batterie. Ja, danke. Batterie reinlegen. Aufladen. Wieder. Wapp, durch. Die Schraube hat die Sicherungskappe verschlossen. Check. Was? Viel zu viel Strom? Egal. Eine durchgebrannte Sicherung. Ich werde sie entsorgen. Na, du hast Sorgen. Ich muss die kaputte Sicherung ersetzen. Okay. Das hat also die Batterie auch nicht aufgeladen. Schade. Okay, wohin sorge ich jetzt die Sicherung? Wohin mit diesen Bildern überhaupt? Wie kriege ich das Ding da auf? Wovon? Ja, okay. Den kann ich auch nicht mehr bewegen. Du hast mir schon genug geholfen erstmal. Du hier. Du nimmst den jetzt mit. Dankeschön. Ein Fach mit elektrischen Anschlüssen. Okay. Batterie reparieren und da reinlegen. Alles klar. Es fehlen offenbar Exemplare und ich habe noch nicht mal eine Fragezeichenmöglichkeit. Hier am Schild ist auch irgendwas kaputt. Ein Teil des Schildes fehlt. Okay. Hier in der Schachtel war auch nichts mehr. Nicht, dass ich das übersehen habe hier. Ja. Hier ist auch irgendwie nirgends noch ein Käfer, oder? Der hier ist auch nicht mehr so dabei.